Hey Skat, Freunde, da ist schon wieder Dienstag, da ist schon wieder Rocketzeit, 12 Spiele am Masken-Jackpot mit einer erfahrungsgemäß ziemlich hohen Schlagzahl, denn es geht darum, sich mit einem sehr guten Ergebnis in der Wochenwertung nach vorne zu schieben, um in die Monatswertung zu kommen, um dann sich letztlich fürs große Jahresfinale zu qualifizieren. Der Jackpot steht schon kurz vor 60.000 Euro und wir haben noch über 100 Tage Restlaufzeit. Also wer noch nicht dabei ist, sollte es sich überlegen. Ich bin ganz froh, dass ich mein Finalticket schon gelöst habe und deswegen auch ganz besonders tiefenentspannt mir hier diese 12 Spiele anschauen kann. Da kommt auch Freude auf, wenn ich hier so einen Grang sehe, wo die Buben gleich links und rechts hüpfen, so wie sie es sollen. Das freut den Alleinspieler und gibt uns natürlich wenig Hoffnung. Wenn der Grang bei so niedriger Reizung gespielt wird, da wird er auch schon gezeigt. Ein langweiliges Einstandsspiel, einen Stich haben wir gemacht. Das ist aber aller Ehren wert gegen diese Karte. Mein erstes Blatt in Vorhand hier verspricht zumindest aufgrund zweier Reizungen womöglich etwas interessanter zu werden. Bin gespannt. Und Kreuz ist Trumpf. Das Schöne bei Kreuz, jetzt habe ich an sich ein schönes Ausspiel. Blanke Pik Lusche, wenn nun gerade Pik Trumpf gewesen wäre, hätte ich wohl ein Kreuz Bild gespielt. Blank Ausspiel ist ja immer ein bisschen verpönt. Ich sage aber einfach mal, schaut mal in das Blatt, ob ihr denn wirklich eine bessere Alternative findet. Wir haben ja schließlich verdeckte Karten und die Karo Doppellusche sieht auch nicht gerade toll aus. Herz, Ass oder 10 anzubieten. Womöglich sind die Stiche in Pik draußen. Das ist auch nicht so fein und Herz unter Durch kann einen ganz günstigen Abwurf ermöglichen. Also überall stecken Gefahren, nichts ist automatisch richtig. Von daher auf den langen Weg, die kurze Farbe, ich bleib dabei, ist kein schlechter Zug. Hier im Beispiel sehen wir auch gleich Pik 10 hinterher, Ladung 35 und der König steht zu dritt beim Alleinspieler. Okay, den Stich macht er vermutlich so oder so. Jetzt habe ich hier die Entscheidung einstechen oder abwerfen. Mit dem Einstich sind wir schon auf 43. Zwei Trumpfstiche müsste mein Partner aber trotzdem machen. Irgendwie hat es mich hier ein bisschen geritten und angelacht, mich doch erstmal von der Karo Lusche zu trennen. In einer zweiten Karo-Runde kann ich dann stechen. Hier kommt jetzt auch mein Partner mit dem Trumpf Ass ran auf 50. Eigentlich ein ziemlich deutliches Indiz, auch dass er wohl einen dunklen Buben noch hat. Mit den beiden Alten wäre jetzt der Unterzug wohl eher nicht gekommen. Und jetzt hätte ich mir natürlich Karo erhofft, wo ich nicht eben gestochen habe. Sollte mein Partner jetzt Karo spielen, damit ich in der nächsten, nach der nächsten Trumpfrunde dann einmal Karo stechen kann. Jetzt muss ich bedienen und ich sehe es hier schon vor mir. Mein Partner hat wohl noch den alten, denke ich einfach. Wenn er Pik Jung hat, bräuchte er auch nicht überlegen. Und wenn er jetzt übernimmt, ja, haben wir 57. Toll, er kann den Spieler nochmal zum Stechen bringen. Der hat aber sowieso jetzt einen alternativlosen Vortrag, muss den Buben ziehen. Gut, wenn mein Partner den Karo-Stich noch in der Hand hat, die Karo 10, dann hat er alles richtig gemacht. Hat er aber nicht. Er hat Lusche Dame, Karo 10 ist im Keller und die Herz Dame. Ja, dann war das wohl eine gemeinschaftliche Fehlkonstruktion. Hätten wir auf zwei Wegen schlagen können, das Spiel, wenn ich einsteche oder wenn mein Partner jetzt Karo trifft. Und da schreibt er auch gleich. Wie kann man da nicht stechen? Ja, gut. War vielleicht nicht unbedingt der beste Zug, aber ich empfehle es trotzdem nicht, den schwarzen Peter so leichtfertig weiterzuschieben, denn den nächsten, den entscheidenden Fehler, wenn man so will, in diesem Spiel zumindest, hast du gemacht, mein Lieber. Denn wo du den Kreuzbuben zu dritt hast, hättest du jetzt einfach Karo spielen müssen können sollen, und dann hätten wir das Spiel ja noch geschlagen. Im dritten Spiel schaue ich dann mal auf drei Buben und Pik Ass 10. Muss allerdings 24 bieten, deswegen spiele ich hier den vermeintlich solideren Karo Hand.
solider als der Gang auf jeden Fall, und reinschauen, dann Kreuz umtaufen. Ja, kannst du natürlich auch nochmal gut finden. Der Karo Hand ist aber das stärkste Spiel, davon bin ich überzeugt. Hier sehen wir jetzt, warum ich mit dieser Konstellation Kreuz, Herz, Karo, Buben niemals von unten ziehe. Das ist ein Bluffzug, der einen manchmal gegen Trumpf 3-2 einen Extrastich generiert, aber dann wäre das Spiel meist sowieso gewonnen. Gegen einen blank stehenden Pik Buben ist der Zug aber eine Katastrophe und er bewahrt mich hier vor dem Schlimmsten, dass ich von oben ziehe. So kann ich das Spiel wunderbar kontrollieren. Wir sehen hier auch, die Farblängen sind verteilt, also Spieler 1 hat nur Pik und dafür gar kein Kreuz von Haus aus. Es war also besonders wichtig, dass ich mir da an Trumpf die Butter nicht vom Brot nehmen lasse. Kreuz Bube in dieser Drei-Buben-Konstellation fast immer die beste Karte. Viertes Spiel, Mittelhand. Na, einen Ansatz hätte ich ja sogar. Mit ganz viel guten Willen und einer Traumfindung könnte es ein Null-Ouvert werden. Hab aber nicht mal 18 gesagt, wollte also wohl nicht wirklich, und wir sehen auch warum. Die Hand ist voll und mit so einer Raupe bist du bei diesem Format sowieso kommst du kaum ans Spiel. Jetzt wird Kreuzhand gespielt. Typische Situation hier: Mein Ass läuft und Pik hinterher sieht erstmal naheliegend aus. Andererseits ist in Pik so ein bisschen die Karte schon geklärt. Mein Partner hat 33 gereizt, der wird wohl die restlichen Piken haben. Und ich habe jetzt die Chance, so oft werde ich vermutlich mit meinem Trumpf nicht mehr ins Spiel kommen, auch nochmal eine andere Farbe aufzumachen und die Karte ein bisschen mehr zu klären. Klar, mein Partner kann jetzt glauben, dass Pik König noch beim Alleinspieler ist, aber beim Handspielen einfach bestellter Pik König. So jedenfalls macht er hier tatsächlich auch erstmal mit der Karo Dame einen Stich. Wo ich nur einen Trumpf habe, bin ich mit diesem Verlauf durchaus glücklich. Und jetzt braucht mein Partner natürlich ein wenig Trumpfstärke, wenn wir hier was beißen wollen. Karo Stich kann ich nicht machen, deswegen schmeiße ich den auch gleich ab. Ja, Pik Dame. Pik Dame irritiert mich jetzt natürlich ein bisschen. Hatte doch erhofft, dass mein Partner noch ein bisschen mehr hat, dass er vielleicht das Herz Ass jetzt nochmal bringen kann. Er zieht aber erst die Pik Dame. Ja, ein Bild wollte ich jetzt auch nicht leichtfertig opfern. Zwei Stiche würde ich meinem Partner ja noch zutrauen, anders können wir sowieso nicht gewinnen. Jetzt ein Abwurf des Alleinspielers. Ja, und nun Abzug Pik Bube. Wunderbar. Das kam natürlich alles zu spät, also das war jetzt nicht so besonders gut. Beide Volle hätten wir kriegen können. Herz Ass sofort, ich tue den König rein, Alleinspieler muss bedienen, dann den Buben nicht ziehen, dann kann er damit das Karo Ass stechen. Karo 10 lag noch drin, trotzdem hätte der Alleinspieler hier nicht gewonnen, wenn wir diese beiden Vollen nach Hause bekommen. So konnten wir nichts machen. Drei Buben, aber nichts dabei. Aber 20 muss ich natürlich halten. Findung ganz in Ordnung. Hab jetzt zumindest ein solides Pikspiel. Das Schöne an diesen sechs Trümpfen ist, dass ich in Trumpf von Haus aus, auch wenn wir hier vier Trumpf stehen, erstmal nur einen Stich abgebe. Mit Trumpf Ass und Karo Bube kann ich die bestellte Trumpf 10 rausholen, es sei denn, es droht noch ein Ab- oder ein Überstich, also schön ist es erstmal nicht, hier gegen vier Trümpfe zu spielen. Karo Ass beruhigt wieder ein bisschen, jetzt auf 40 Augen, Karo Ass vermutlich blank gewesen, klar, Hinterhand möchte jetzt noch seine Trumpf 10 verstechen, darf er auch gerne 40 erst liegen, da kommen sie mit auf 57 und der Rest ist mein, also das Spiel gerade so ins Ziel geschleppt. Sechstes Spiel läuft. Beim Reizen kann ich damit nicht viel verkehrt machen. Tendenz ist so ein bisschen, Spieler 1 hat die meisten Augen, ist jetzt wieder Besitzer geworden und spielt Grang. Der versucht sich also so ein bisschen aus dem Feld abzusetzen. Gang ist nur einfach. Und hier sehen wir jetzt mal eine typische Situation, wo ich nach dem zweiten Stich schon acht Karten des Alleinspielers kenne. Klar, die drei Buben kenne ich nach dem ersten Stich. Und dieser Stich, der klärt ganz viel. Erstens mal, mein Partner hat kein Karo, also stehen die vier Karos beim Alleinspieler. Und zweitens, er hat auch nicht das Kreuz Ass, sonst hätte er das gewimmelt, nicht die 10.
Also acht bekannte Karten, einen Stich in Karo mache ich natürlich noch. Wenn der Alleinspieler noch ein weiteres Ass in der Hand hat, dann können wir nicht gewinnen. Deswegen spiele ich jetzt hier die scharfe Pik 10. Das ist eine Angriffskarte. Nur wenn der Alleinspieler noch auf einer Pik Lusche irgendwie hockt und wir den 21er Stich bekommen, habe ich hier eine realistische Siegmöglichkeit gesehen. Das ist aber nicht der Fall. Jetzt fällt hier Kreuz König von meinem Partner. Das ist schon wieder ein Tick überraschend. Jetzt müssen wir uns wohl mit dem Karo-Stich begnügen. Zum Glück geht da die Herz 10 rein. Damit sind wir dann aus dem Schneider. Bergfest geschafft. Spiel 7 läuft. 18 biete ich mit diesem Ansatz. Mehr aber nicht. Ich muss mir die Option offen halten, den Karo zu spielen. Der Karo ist hier erstmal der vermeintlich offensichtlichste Ansatz, auch wenn es je nach Findung natürlich auch ein Kreuz werden könnte. 20er Reizung noch aus Hinterhand, also drei Reizungen, verspricht entweder interessant zu werden oder eben langweilig. Langweilig, weil der Null wäre oder der Null natürlich irgendwo ganz stark schon der Verdacht da war, wo ich selber hier sehr viele Bilder und wenig Luschen habe. Wir sehen es, Karo 7, 9, 10, Ass, das ist hier die Schwäche. Wenn vier Karos in einer Hand stehen, ist das Spiel um. Tun sie aber nicht, es sind nur drei. Und das ist auch das, was am wahrscheinlichsten ist. Nur 10% Verlustchance, wenn man so einen Viererstand im Banolo-Wehr hat, dass die Karten 4 zu 0 verteilt sind. Hier finde ich jetzt schön. Hab natürlich auch gar nicht so viel. 20 hätte ich noch gehalten, mehr nicht. Finde jetzt glücklich den Kreuzbuben zu einem ziemlich stabilen Kreuzspiel. Deswegen auch Risikominimierung, 13 Augen in den Keller, damit bin ich schon nur noch gegen 5 Trumpf in Gefahr. Jetzt theoretisch auch gegen 4 Trumpf mit einem trumpfvollen Stich, wenn dann alle Augen rausgeholt werden. Aber in aller Regel ist dieses Spiel auch gegen 4 Trumpf gewonnen, wenn du den gefährdeten eigenen Vollen drückst. Deswegen mache ich es. Ist Spieler 2 natürlich auch drauf gekommen, ist ja ganz typisch, dass bei so einem starken Spiel mit rein die Vollen gedrückt sind, deswegen keine Schneiderchance, aber leicht gewonnen. Für 18 hätte ich auch in dieses Spiel mal reingeschaut, wobei es meist gar nicht so gut ist, wenn du für 18 rankommst und dann einen 0 finden willst. Wenig überraschend, Granghand hier. Drei Buben raus, den letzten habe ich, von daher wird die Beikarte wohl stark sein. Was können wir überhaupt machen? Vielleicht, ich muss ja meinen Partner auch nochmal anspielen, vielleicht hat er Pik lang, hat er aber nicht, da fällt direkt der König. Also ich spiele deswegen aus dem Zwilling, um jetzt nach dem Abstich Herz gegebenenfalls meinem Partner eine lange Pikflöte geöffnet zu haben. War aber nicht der Fall. Pik König fiel schon. Auch das nicht überraschend. Ich kann hier natürlich gar nicht so viel falsch machen, weil ich selber nicht so viele Volle habe. Such die Vollen bei meinem Partner in Hinterhand. Hier klappt es jetzt auch mit der Kreuz 10. Jetzt wunderbar zurückgespielt. Wenn der Alleinspieler jetzt noch eine Schwäche hat, wenn er auf Karo Ass König oder sowas sitzt, wir haben schon 45 liegen, dann kann es für uns tatsächlich reichen. Das sieht aber nicht so aus. Nein, das ist nicht der Fall. Der Alleinspieler hatte schon einen sehr guten Granghand, den er auch locker gewonnen hat. Ja, hier kommt nichts mehr. Langsam neigen wir uns schon dem Ende zu und die Lichter werden dunkler. Meine Karte zieht nicht so richtig an. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist dann auch so ein Gefühl, was manchmal in so einer Serie schon so ein Gefühl ist, an sich kompletter Quatsch. Die Karte hat weder ein Gedächtnis noch steht drauf, dass jetzt nichts mehr kommt, aber irgendwie. Es sind so schlappe Karten, durchwachsen, mittelmäßig. Es riecht auch nicht so richtig auf. Es ist irgendwie so, dass die Initiative hier bei Spieler 1 viel mehr sitzt. Jetzt hat er auch noch Glück, dass mein Partner auf Herz 0 Augen rüberspielt. Ich kann es gar nicht verhindern. Wird er die Kreuz Lusche hier los? Stich Kreuz Ass. Dann ist natürlich auch klar, 6 Trumpf, 3 Pik noch an der Seite. Für uns keine Chance zu gewinnen. Aber was ich eben eigentlich sagte, ja, Spiel 10 und irgendwie das Gefühl, das wird hier ganz schwer, Spieler 1 noch zu bekommen. Die Karte klemmt heute irgendwie ein bisschen.
In solchen Situationen gibt es natürlich auch ein Rezept, und das heißt Geduld, Geduld, Geduld. Manchmal kommt 3 Päckchen wenig, manchmal kommt aber auch 5 Päckchen kein einziges Spiel. Alles kein Grund zur Panik, denn früher oder später kommen die Granks dann auch mal in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Paketen reingeflogen. Ja. Instinkt hat, gibt mir hier recht. Wieder kein Spiel. Dafür ein Grang in Hinterhand. Ja. Mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu eröffnen. Pik Ass. Ass beim Grang ist ja auch sehr beliebt. Spiele ich allerdings ungern, weil es blank ist, weil auch nichts gereizt ist. Mein Partner vielleicht doch noch, wenn der dann irgendwie mal 2 Buben hat, dann könnte ich mit dem Pik Ass auch eine Farblänge hochspielen. Kreuz 10 zu 4 ist mir fast zu lang. Die Gefahr zu groß, dass mein Partner gar kein Kreuz hat und ich es da mit dem Alleinspieler leicht mache. Aus der Karo 10 zu dritt ist gefühlt erstmal sehr solide, plausibel, aber auch das nicht ohne Tücke, wie wir hier sehen. Der Alleinspieler bleibt unter, scheint entsprechend stark zu sein, sich das erlauben zu können. Dass mein Partner nicht zurückspielt, deutet allerdings schon an, dass Karo Ass und Dame noch beim Alleinspieler sitzen. Ja, hier habe ich jetzt so ein bisschen auch schon den Faden verloren. Es läuft sich so. Ich muss hier wohl schon ruhig die Kreuz 10 reintun, mindestens ein Bild. Denn wenn überhaupt, dann war noch dieser Bubenstich draußen und jetzt mutmaße ich, dass wir aber über den Karo-Stich so oder so rauskommen. Also irgendwo ein verzeihlicher Fehler. Der Sieg war bei einem Gang bei 18 kaum zu vermuten und der Schneider über den Karo-Stich sowieso zu verhindern. Spieler 2 ist jetzt vor mir. Letzte Chance, wenigstens Spieler 2 zu schnappen, aber nicht mit meinem Blatt. Er kommt hier auch ran. Immerhin, das ist die gute Nachricht. Nur wenn Spieler 2 überhaupt spielt, kann ich ihn natürlich noch überholen. Dann müsste er jetzt das Spiel verlieren. Aber er macht einen Grang und das bei nur 18 gereizt. Ich habe Kreuz König blank, ich habe Herz Dame blank. Gut, ich habe 2 Buben, aber was soll das für ein Grang sein, wenn wir da eine Chance haben wollen? Das sieht erstmal auf keinen Fall aussichtsreich aus. Die Einschätzung ändert sich auch nicht dadurch, dass mein Partner ein Ass hat, denn Herz kann ich jetzt gar nicht mehr hinterher spielen. Das Bild muss ich zugeben. 16 Augen hier schon für den Alleinspieler. Gut, schauen wir mal. Jetzt Überraschung, Kreuz und dadurch, damit habe ich nicht gerechnet. Erwartungsmäßig hätte ich erstmal gesagt, Kreuz Bube kommt und dann Kreuz Ass, Kreuz 10, sowas in der Art. Alleinspieler müsste an sich von oben ziehen und dann über die Dörfer gehen. Seine 3 Asse ziehen, tut er aber nicht. Interessant. Fehlt ihm etwa auch noch das Kreuz Ass? Dann könnte es natürlich schon sehr interessant werden, wenn mein Partner noch ein bisschen Herz bringen kann oder mir jetzt sogar, falls er rausnimmt, dann mal eine 10 freispielt. Das Kreuz Ass hat, würde ich sogar am liebsten sehen, wenn er jetzt nicht rausnimmt. Dann könnte ich mit Karo Buben mal den Alleinspieler anschieben. Er nimmt aber die 10. Also Kreuz Ass wohl doch beim Alleinspieler. Dann bleibt einfach nur noch die Frage, wieso spielt er den unter durch, wo er nur noch einen Buben hat. Das kann er sich doch eigentlich vom Tempo nicht erlauben. Mein Partner haut die Herz 10 auf den Tisch. Sehe ich natürlich nicht gerne, wo ich hier die beiden Buben habe. Jetzt komme ich nicht rüber, kann auch nicht wimmeln. Der Alleinspieler kann nochmal einen vollen stechen. Ja, klar, jetzt steche ich Kreuz Ass zurück. Aber muss jetzt aus den bestellten Zehnern antreten. Das ist natürlich ein reines Glücksspiel und mutmaßlich wird er allein später wohl in den Assen sitzen. Okay, jetzt guckt euch das mal an. Das ist doch jetzt aber wirklich ein Ding. Wo kommt denn jetzt noch das Pik Ass bei meinem Partner her? Was war das denn für ein Grang? Das war ja sensationell. Er hat ja nur 2 Asse und 2 Buben und er hat weder die Karo 10 noch die Pik 10, Herz 10 auch nicht. Ja, da kann ich ja fast nur vermuten, dass er sich irgendwie verklickt hat oder was. Jetzt gibt er auch auf, hat 32 Augen. Also da habe ich irgendwie sehr, sehr glücklich meinen Platz verteidigt gegen Spieler 2. Das kann ja gar nicht als ganz seriös gewertet werden. Glückwunsch an Spieler 1, der hat mit 5 zu 0 554 den Tisch gerockt. Ich habe 3 zu 0 Spiele mit einem, naja, durchwachsenen 287er Ergebnis, aber auch damit musst du eben manchmal zufrieden sein.